Hi, ich habe neulich die folgende Nachricht erhalten. Hallo, zwei Leerzeichen, Mama, kein Leerzeichen, Papa. Mein altes Handy ist kaputt gegangen, hier ist meine neue Nummer, die du speichern kannst. Schick mir eine Nachricht per WhatsApp. Ja, und was soll ich sagen, da ging eine ganz schöne emotionale Achterbahn in mir los. Ich meine, man wird ja nicht alle Tage Mama und Papa gleichzeitig. Bei solchen Scammer-Anfragen machen viele das einzig Richtige, melden und blockieren. Ich habe da eine leicht andere Technik. Wenn mich jemand mit so einer Masche versucht, übers Ohr zu hauen, versuche ich die Zeit dieser Person maximal zu verschwenden. Wenn mich jemand anruft und mir mitteilt, dass ich im Lotto gewonnen habe und ich nur 20.000 als Transaktionsgebühr auf ein shady Konto überweisen muss, um meinen Millionengewinn zu erhalten. Ja, was soll ich sagen? Da bin ich natürlich dabei. Ganz aufgeregt sage ich dem Typen am Telefon, yo, warte, ich hole nur kurz meine Bankdaten auf, das ist ja fantastisch. Und dann lasse ich das Telefon einfach liegen und widme mich meinen anderen Dingen, die ich so zu tun habe. Dann nach 7 Minuten so ein "Ich komme sofort" aus dem anderen Raum zu brüllen, bringt übrigens Bonuspunkte und verlängert die verschwendete Zeit dieses Abschaums auf der anderen Seite der Leitung nochmal. Nun aber zu meinem Kind mit dem kaputten Handy. Um initial erstmal ein wenig authentisch zu wirken, habe ich mich versucht, in die Rolle einer sorgenvollen, aber leicht verklatschten Mutti reinzufühlen. Da ich anscheinend über WhatsApp mit diesem Abschaum in Kontakt treten werde, war es erstmal an der Zeit, ein neues Profilbild zu erstellen. Ich dachte da sofort an irgendein random Blumenbild, doch irgendwie erschien mir das noch ein bisschen leer. Weswegen ich dieses natürlich noch mit einer klischeehaften und in verschnörkelter Schrift geschriebenen Lebensweisheit füllen musste. Lebe, liebe, masturbiere. Das Ganze jetzt noch mit einer chirurgischen Genauheit in mein Profilbild einfügen, die nur Muttis ohne Lesebrille besitzen und bam, Perfektion. Fast. Denn ich brauchte natürlich noch einen Namen, sowohl für mich selber als auch für mein vermeintliches Kind. Ich habe in unserem kleinen Rollenspiel die Rolle von Frau Remax angenommen und taufte mein Kind Remut, was ihn zu Remut Remax machte. Und so öffnete sich der Vorhang und ich begann mit der Kontaktaufnahme. Ach Remut, ich hab dir doch schon lange gesagt, dass dein altes Teil nichts mehr taugen tut. 2 Ausrufezeichen, Zwinkersmiley. Mein Remut hat mich dann ganz schön warten lassen, so sehr, dass ich mir fast schon echt Sorgen gemacht habe. Doch dann, endlich, nach fast 20 Minuten. Ja, Mama, mein Handy ist komplett kaputt jetzt. Bam, der Fisch hat angebissen. Das denkt sich wahrscheinlich der Remut jetzt auch, aber wir fischen quasi den Fischer. Oder so. Jetzt war es Showtime. Ich musste mir irgendeine random Scheiße ausdenken, um irgendwie das Gesprächsthema von dem eigentlichen Scam abzulenken, um die Zeit des Scammers ein bisschen länger zu verschwenden. So schrieb ich also: Konntest du Ulf noch wegen der gepökelten Wurst kontaktieren? 2 Fragezeichen. Prompt kam die Antwort: Leider nicht. Bist du gerade beschäftigt? Fragezeichen. Könntest du mir aushelfen? Kein Fragezeichen. Und ich dachte mir: Ja, ich bin gerade beschäftigt. Also schrieb ich: Füttere die Rentner im Park wieder. Aber habe eigentlich Zeit. Um was geht es denn? 2 Fragezeichen. An der Stelle hat mich der gute Remut einfach auf gelesen gelassen. Seine eigene Mutter, sein eigen Fleisch und Blut. Ich wollte ja schon meinen Spaß mit ihm haben, aber Hauptziel ist es ja, die Zeit von ihm maximal zu verschwenden, weswegen ich als potenzielles Opfer nicht möglichst schnell ausscheiden wollte. Also habe ich noch ein Sternchen Tauben, haha, angefügt. Weil wer füttert nicht gerne um 21.30 Uhr Tauben im Park? Also ist wahrscheinlicher als Rentner zu füttern, aber naja, jedem das seine. Und was soll ich sagen, prompt bekam ich den folgenden Text. Mein Handy ist kaputt und ich komme nicht in meine Banking-Daten rein, weil ich sie habe sperren lassen. Ich habe momentan keinen Zugriff auf die Bank und ich muss heute sehr dringend eine Rechnung ausgleichen. Ich wollte fragen, ob du mal vielleicht ein Komma benutzen könntest. Ob du das für mich übernehmen könntest und ich würde es dir natürlich so schnell wie möglich morgen zurückbezahlen. Ich erwiderte auf diese Bitte: Remut, kannst du das etwas größer schreiben? Ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Weil zum Rentnerfüttern im Park brauche ich keine Lesebrille, denn meistens sehe ich die auch ganz gut ohne Brille. Und kannst du Ulf bitte noch schreiben wegen der Wurst? Ich wollte ja nicht, dass der Boy seine Nebenquest vergisst. Danach kümmere ich mich um dein Bankproblem, mein Schatz. Und zu meinem und Ulfs großen Glück hat er mir geschrieben: Mach ich gleich. Ach, wie schön. Aber größer schreiben konnte er nicht, weil das ist WhatsApp. Ich war natürlich überglücklich und schrieb sofort: Super, danke. Kann er die Wurst nochmal durchpökeln? Also so richtig? Er macht es wie kein anderer. Kennst ja seine Würste. Und in Bezug auf die zu kleine Schrift: Du hast das hier schon mal bei mir größer gemacht, aber seit dem neuen Update ist alles wieder verstellt. Ich habe erst gedacht, mit der gepökelten Wurst-Story habe ich ihn jetzt ein wenig zu sehr vergrault. Aber dann hat Remut angefangen zu schreiben. Und ich habe eine nicht kopierte, sondern in Hand abgeschriebene Version der Nachricht von oben bekommen. In Großbuchstaben. Ich muss eine Rechnung bezahlen, mein Handy ist kaputt und ich kann nichts überweisen, deswegen wollte ich fragen, ob du das für mich übernehmen kannst. Also die gleiche Leier, nur in Großbuchstaben. Und darum geht es, einfach die Zeit dieser Leute maximal zu verschwenden. Und der Remut hier hat sich tatsächlich die Zeit genommen, seiner Mutter, die gerade beim Taubenfüttern im Park ist und die Lesebrille leider nicht dabei hat, die Nachricht nochmal in Großbuchstaben abzutippen. Ein herzensgutes Kind. Meine Reaktion darauf war natürlich: Schrei doch nicht so. Ich durfte ihn aber jetzt nicht direkt verlieren, weswegen ich noch ein bisschen weiter ködern musste. Also schrieb ich: Aber sicher kann ich das, mein Schatz. Die Bank macht ja gerne mal Probleme. 4 Punkte. Um was für eine Rechnung geht es denn? Und zackig kam die Antwort: Ich schick dir die Bankverbindung.
Der schreibt euch weiter in Großbuchstaben. Also den haben wir wirklich, wirklich an der Angel. Ich habe mich natürlich gefragt, was er denn angestellt hat. Also schrieb ich, du hast aber nicht wieder ein Schloss um eines dieser Ohrlöcher gemacht und bist dann weggerannt, oder? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das war letztes Mal schon teuer genug. Punkt, Punkt, Punkt. Remut schrie mich aber einfach weiter an. Ich habe vergessen, was zu bezahlen und die haben sich erst vor kurzem gemeldet. Alles klar, Ausrufezeichen, Smiley. Hat sich Ulf denn schon gemeldet? Glaub nicht, Remut, dass du so leicht aus dieser Wurst-Ulf-Story rauskommst. Als Antwort kam aber nur die folgende Nachricht mit einer Bankverbindung und der Bitte, ihm 2500 Euro zu überweisen. Ich schrieb, mache ich sofort, aber ich muss erst wissen, was mit Ulf ist. Punkt, Punkt, Punkt. Leider hatte Remut noch keine Rückmeldung und bat mich erneut, das Geld zu überweisen. Und mich beschlich so langsam der Verdacht, dass er sich bei Ulf gar nicht gemeldet hatte. Also schrieb ich ihm, Mann, ich brauche diese Wurst. Er hat es doch versprochen. Punkt, Punkt, Punkt. Ein bisschen pumpig kam von ihm einfach nur ein, klär das mit ihm zurück. So leicht kommst du mir nicht davon, dachte ich und habe ihm geschrieben, ja, aber du weißt doch, dass ich nicht mehr mit ihm in Kontakt treten darf. Punkt, Punkt, Punkt. Es kam nur ein trockenes, okay. Bitte frag ihn nochmal, Remrem. Ich brauche diese Wurst! 2 Ausrufezeichen. Und das war's leider. Remut hat leider nicht mehr auf meine Nachrichten geantwortet. Was es mit Ulfs gepökelten Würsten auf sich hat und warum ich nicht mehr mit ihm in Kontakt treten darf, das werden wir wohl niemals erfahren. Aber so ist das. Eventuell wird bald jemand Neues in die Fußstapfen von Remut treten und die Storyline weiterführen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!